Wir sind auf dem Jakobsweg, 170 Kilometer, und es hat angefangen. Ich hatte vor einem Jahr an Weihnachten diesen Bibeltext vorgelesen, dass Maria und Josef von Nazareth nach Bethlehem gelaufen sind, hochschwanger, 170 Kilometer. Da habe ich mir gedacht, sind wir jemals schon 170 Kilometer gegangen, gelaufen? Dann gesagt, was würde geschehen? Wir würden die Weihnachtsgeschichte auch in 170 Kilometer erzählen und das zu fühlen, was Maria und Josef nämlich erlebt haben. König Herodes rief die obersten Priester und die Schriftgelehrten des jüdischen Volkes zusammen und fragte sie: Wo soll dieser versprochene Retter denn geboren werden? Sie antworteten: In Bethlehem, in Judäa. So heißt es schon im Buch des Propheten: Bethlehem, du bist keineswegs die unbedeutendste Stadt in Juda. Denn aus dir kommt der Herrscher, der mein Volk Israel wie ein Hirte führen wird. Dem Jakobsweg zu Story of Christmas. Heute regnet es und das Thema ist also Gott regnet stirbt. Es, das wäre das eine. Es ist auch noch super kalt und unangenehm. Also ich habe es mir nicht so vorgestellt. Ja. Du schon? Gott stärkt. Komm, wir nehmen da mal ein Stück Brot, Leo. Das, spanisches, wir müssen uns stärken. Spanisches Brot. Lecker. Ah. Mmh. Mmh. Und Susanna, das heißt ja auch in der Bibel, dass der Sohn Gottes wird in Bethlehem auf die Welt kommen. Ich meine, Bethlehem ist ja nicht so ein spektakulärer Name, aber es hat für die Juden eine Bedeutung. Was heißt denn Bethlehem übersetzt? Bethlehem heißt Haus des Brotes. Und es heißt von Bethlehem, du bist keineswegs unbedeutend, Haus des Brotes. Genau, und genau, Brot haben wir hier. Und das bedeutet eigentlich für sie, dass irgendwann mal der Messias kommen wird. Er wird das Brot sein, wer von ihm isst und auch von ihm trinkt. Der wird nie mehr Durst haben und nie mehr Hunger haben. Also es sättigt deine Seele, deinen Geist, es macht dich mega glücklich und auch zufrieden. Und das war eigentlich schon eine ganz krasse Botschaft. Bethlehem bedeutet, der Gott im Himmel stärkt und erfüllt meine Seele. Das hört sich ja mega cool an, aber wie kann man das ganz, ganz praktisch machen, dass Gott uns erfüllt und uns Kraft gibt zusammen mit diesem Brot? Also, für uns ist ja klar, die Bibel, das ist das Wort Gottes und das stärkt uns, aber wie? Und das sind vier verschiedene Bs. Also du sagst, man kann es auch wie essen und genau. Dann wird man satt und glücklich. Wow, ja, das cool. Ist die Bibel essen, wie das geht, das möchte ich dir heute genau zeigen. Also gib mir mal ein Beispiel. Also, man muss natürlich die Bibel lesen, zum Beispiel Psalm 23. Du musst ja wissen, was im Psalm 23 steht, also, damit der dich nährt das und satt macht. Vermutlich der berühmteste Bibeltext überhaupt, der Herr ist mein Hirte, das weiß ich. Und dann erzähl uns mal diesen Bibelvers, wie man den lesen kann. Genau, also der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf saftigen Wiesen, er führt mich zu frischen Quellen. Das erste B, das bedeutet die Bibel lesen. Du musst hören, was in der Bibel steht. Also man liest einfach einen Text und, genau. Was macht man dann, wenn man dann gelesen hat? Und dann kommt das zweite B, du betrachtest es. Hast du dir schon mal überlegt, wie Psalm 23 aussieht? Ja, ich stelle mir so ein Schaf vor, so ein weißes, kleines, niedliches Schaf vor, das den ganzen Tag in der Sonne liegt und sich bräunt in der Sonne, weil es regnet ja jetzt, das stelle ich mir jetzt gerade vor. Es ist immer eine Frage, wie man das liest. Genau, und ich zum Beispiel stelle mir vor, da ist der Hirte
und er hat einen Stab und das sind die Schafe um ihn herum und er weidet sie. Das bedeutet, genau, sie haben etwas zu fressen. Das heißt, man liest einen Text und dann beobachtet man den, oder? Genau, man stellt sich vor, damit man sieht, wie der Vers aussieht. Du musst ihn nicht nur hören, sondern du musst auch sehen, wie die Bibelvers aussieht. Und dann ist, was ist denn das dritte B? Das dritte B, das steht für Beispiel. Und das hat mich wirklich revolutioniert, mir zu überlegen, wie fühlt sich denn ein Bibelvers an? Oder wie fühlt sich zum Beispiel Psalm 23 an? Also heißt das dann, du stellst dir vor, du bist das Schaf? Nein. Ich habe so ein Erlebnis gemacht, und zwar sind wir umgezogen, respektiv ausgezogen, aber nicht gleich eingezogen. Und in dieser Umzugsphase, da habe ich mich ziemlich gestresst gefühlt. Ich ging da auf meinen 1-Stunden-Spaziergang. Es war die Stadt, es war laut, es war lärmig, es war voller Leute. Und da bin ich um die Ecke gebogen und plötzlich stand ich so auf einer grünen Wiese. Wow. Und das war so unerwartet und in dem Moment habe ich gesehen, das ist Psalm 23. Er weidet mich auf saftigen Wiesen. Hinter mir die lärmige, die volle Stadt mit all diesen Betriebsamkeiten und vor mir einfach die grüne Wiese. Und es hat sich genauso angefühlt und ich habe gedacht, wie krass, das hat mir ein Beispiel gegeben, wie sich dieser Bibelvers in dem Moment anfühlt. Wow. Und es gibt ja noch ein viertes B, wie man effektiv die Bibel wie so schmackhaft machen kann. Genau, das ist dann das Beten. Das ist meine Antwort darauf, weil dann konnte ich einfach Gott Danke sagen. Vielen Dank, dass du mir gerade inmitten dieser stressigen Situation so etwas zeigst, wo du mir sagst, dass du mich weidest, dass du mich satt machst, dass du mich nährst, dass du mir das gibst, was ich in dem Moment gebrauche. Und damit wird die Bibel einfach wie, es wird viel realer, wenn ich sie höre, wenn ich sie sehe, wenn ich sie fühlen kann, kann ich auch viel besser Gott darauf Antwort geben. Ich finde es mega krass, dass Gott ein Bild gibt und sagt, er kommt aus Bethlehem, aus dem Brot Gottes, aus dem Haus Gottes besser gesagt, und man isst und trinkt ihn und es ist eigentlich eine ganz einfache Art und Weise, wie man die Bibel lesen kann. Und was wird heute geschehen, wenn du einen Bibeltext nimmst und den einfach mal liest, mal beobachtest dich, da hineinversetzt und dann beginnst zu beten. Und ich kann mir ganz gut vorstellen, dass du dann plötzlich spürst, dass die Kraft Gottes in dein Leben reinkommt, in einer ganz, ganz neuen Dimension.